Moin, ihr seid bei Disversiv. Und wir analysieren heute die siebte Folge der neuen Westworld-Staffel, Lizzie. Falls ihr diese Folge noch nicht gesehen habt, Achtung, Spoiler. Steigen wir gleich ein mit dem Titel der Folge, Lizzie Coschee. Da kann man ja jetzt so erstmal wenig mit anfangen. Haben wir mal recherchiert, also das ist eine Technik, die maßgeblich durch Leonardo da Vinci geprägt wurde, dass man eben beim Bildhauen, bei einer Figur, die man schafft, zuerst Muskeln und Knochen modelliert und da dann die Haut erst drauflegt. Aha. Das heißt, wir haben es mit etwas zu tun, was dem Herstellungsprozess der Hosts ähnelt. Bei dem werden ja auch erst Knochen, ja, und Muskeln geschaffen und dann anschließend diese Schicht rübergelegt. Würdest du sagen, Ford sieht sich da vielleicht auch in der Tradition von Leonardo da Vinci? Ja. Ja, sicherlich. Chopin. Also jetzt genau, er sitzt sich ja auch, hat man schon gehört, in der Tradition von Mozart und Chopin. Also Da Vinci ist ja der nächste logische Schritt für ihn, glaube ich. Also ja. Kein bisschen tief stapeln auf jeden Fall. Nein, aber er kann sich das auch leisten. Diese Folge ist ein Charakter wahrscheinlich von uns gegangen. Der Man in Black, William, hat ins Gras gebissen. Bist du dir sicher, dass er von uns gegangen ist? Also zu 90% bin ich mir sicher. Also ich habe schon während der Szene die ganze Zeit gedacht, dass es sehr unrealistisch ist, dass er überhaupt noch lebt. Er wurde ja irgendwie 3-4 Mal angeschossen, aber Lawrence hat ihn am Ende dann auch erledigt. Das war eine sehr dramatische Szene und hat natürlich auch so eine gewisse, ich sag mal, Poesie, dieses Ende. Lawrence, den er 2 Staffeln lang ja, völlig schlecht behandelt hat, seine Familie, die er getötet hat, das ist natürlich schon, die Rache macht Sinn. Also ich glaube, dass er tot ist, ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Okay. Ehrlich gesagt, und zwar genau in dem Moment, als Lawrence ja dann geschossen hat, kamen ja die Delos-Einsatzkräfte und haben durchgegriffen. Und ich glaube, dass dieses genaue Timing, das war, wurde gerade so gemacht, um noch eine Chance offen zu lassen, dass er überlebt hat. Also ich sehe das eher so 50-50 im Moment. Ich finde das ein komisches Ende so ein bisschen, weil das ganze Spiel, diese ganze Storyline würde dann ja ziemlich im Nichts verlaufen. Wenn jetzt nicht gerade seine Tochter das übernimmt. Ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er noch am Leben ist. Ja. Ja, also von der Story her ist es schon möglich, deswegen sage ich auch nur 90%, aber so wie es gemacht wurde vom Szenischen her, fände ich es schon sehr schwer zu glauben einfach. Also es wäre für mich schwer, das zu akzeptieren, so dass er jetzt dann noch wieder dass irgendwie... Dass er wieder lebt. Ja. Naja, man muss sagen, das ist eine Welt, die hat einen relativ hohen Technologiestand. Die können womöglich den noch in einer Notoperation oder so retten. Also wir können das nicht ausschließen. Und wir haben jetzt aber auch nicht gesehen, dass die Delos-Leute ihn mitgenommen haben. Das stimmt. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, der liegt dass da noch. Bewusst nicht gezeigt wurde, tatsächlich, was da passiert ist. Ich finde aber, dass... Also er hatte, da kamen ja immer mehr Leute, die dann auch geschossen haben und ihn teilweise aber auch verfehlt haben oder ihn so in so Körperteile getroffen haben, die irgendwie jetzt auch nicht lebensnotwendig sind. Ich glaube, damit sollte so suggeriert werden, das war mehr so als Qual vielleicht auch gedacht und das ist jetzt in die Hose gegangen oder war von Anfang an so vorgesehen, dass er das noch überleben kann. Ach, du meinst, Ford hat er irgendwas im Spiel gehabt? Sowas könnte ich mir auch vorstellen, so. Ja, weil er sagt ja auch immer, dass alle Fords Instrument sind, dass darauf angelegt ist, ihm zu schaden. Vielleicht ist es ja auch wirklich so, das wissen wir gar nicht so genau. Ich hätte das immer so als Paranoia interpretiert, das hat man noch bei seiner Tochter gesehen. Ja, das ist vielleicht, doch, also vielleicht ich finde, er verliert da so ein bisschen den Verstand. Und ich glaube nicht, dass Maeve so direkt unter der Kontrolle von Ford steht. Reden wir nochmal ein bisschen detaillierter über William. Wir haben als eines der Schlüsselelemente dieser Staffel das Spiel gesehen, was von Ford ja auch maßgeblich unterstützt wurde. Was ja ihm von Ford gestellt wurde. Wenn wir jetzt sehen, dass Ford als Player im Hintergrund immer noch so aktiv ist, dann kann er doch nicht sein Baby, sein Herzensprojekt, dieses Spiel einfach enden lassen, dadurch, dass der Man William in Black stirbt. Das ist eigentlich. Aber es gibt andere Spieler. Oder ist es Teil des Spiels, dass er stirbt? Ja. Womöglich. Ist das irgendwie die Tür? Er ist ja auch der größte Anteilseigner an Delos. Und sein Tod hat enormen Einfluss auf das Geschäft von Delos. Da haben wir jetzt noch gar nicht so in die Richtung gedacht. Das könnte aber durchaus auch entsprechende Folgen haben. Ich möchte meine Einschätzung zu Williams Tod nochmal revidieren. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er gestorben ist, liegt jetzt bei ungefähr 50%. Ich hatte nämlich gerade noch den Gedanken, dass vielleicht seine Tochter ihn wieder auffinden wird und aufpäppelt. Die ist ja schon noch hinter ihm her. Also wenn ihn da so findet, wird die sicherlich auch tun, was sie kann, um ihn zu retten. Und das ist ja... Seine Tochter ist auch ein komplett neuer Charakter. Also die wird auch nicht ohne Grund jetzt in der letzten Folge mal ein Gespräch mit ihm geführt haben. Und daraufhin wird er sterben. Also ist schon wahrscheinlich. Ist sie eigentlich die zukünftige Chefin bei Delos?
größte Erbin. Die Erbin. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie ihn findet, er dann aber stirbt, aber noch so ein paar letzte Worte sagt. Ja. Also ihr noch irgendwas mitgibt. Mhm. So, dass sie dann vielleicht auch storytechnisch sein Erbe übernimmt und irgendwas weiterführt. Es bleibt in jedem Fall spannend. Ja. Auf jeden Fall ein Moment, den der sich angekündigt hat, auf den wir auch schon länger gewartet haben, dieses Zusammentreffen von Maeve und dem Man in Black. Tja. Ihre Zeit für Revanche. Ja. Ja, ihre Tochter hat sie ja trotzdem nicht retten können dieses Mal. Ja. Also irgendwie... Was glaubst du, macht das mit ihrer Einstellung zu Verwandten der Host? Was ist da der Unterschied zu vielleicht Dolores, die ja bei ihrem Vater durchaus auch vor einigen Episoden so eine emotionale Nähe gezeigt hat, jetzt aber sehr kühl erscheint diesmal. Tja. Also, ich glaube, du hattest ja schon spekuliert, dass Maeve ihre Haltung auch ändert und anfängt, wie Dolores das große Ganze zu sehen und ja, ihre einzelnen, ihre persönlichen familiären Bindungen oder die zu ihrer Tochter geht dann verloren. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Obwohl ihre Tochter ihr wieder weggenommen wird, also wahrscheinlich ist sie nicht tot, aber wird halt entführt, wirkt das ihre Verbindung trotzdem stärker eigentlich denn je. Das merkt man am Ende in dem Gespräch, das sie mit Dolores führt, dass sie nach wie vor sehr, eigentlich nach wie vor auf ihre Tochter fixiert ist. Ja. Also glaubst du, dieser Wendepunkt, den ich da gesehen habe, der wird nicht eintreten, sondern was denkst du denn, dann ist die Zukunft von Maeve? Lebt sie noch oder wird Ja, ich denke, sie wird überleben, da bin ich mir sicher. Reden wir doch jetzt nochmal im Detail über Dolores. Und ihren Plan. Die haben jetzt das Hauptquartier angegriffen und das Ganze auch ziemlich erfolgreich. Die Profis waren dann doch nicht mehr so professionell. Tja. Erledigt. Also diese Konfrontation zwischen Hale und Dolores. Dolores weiß ja nicht genau, was jetzt Hales Projekt ist, oder? Sie ist sich ja nicht darüber im Klaren. Sie weiß jetzt ein bisschen was über den Schlüssel, das hat sie schon mitbekommen. Ja. Aber ob sie im Detail weiß, was Delos Plan ist, das wissen wir. Also die weiß nichts von dem Unsterblichkeitsprojekt, das da am Laufen ist. Und dann ist da natürlich ganz wichtig das Verhältnis zu ihrem Vater. Das hat sich ja radikal gewandelt eigentlich. Ja, naja, also sie schneidet ihm den Kopf auf und nimmt sein Gehirn daraus, aber sie tötet ihn ja nicht. Und es ist auch nicht einfach für sie. Also sie weint auch dabei. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass es ihr egal ist. Ne? Ich sehe das aber so, auch gerade ihren Dialog mit Maeve danach. Ja. Unsere Familie, unsere Verwandten in Westworld, das ist alles nur Fesseln, die uns auferlegt wurden von den Machern dieses Freizeitparks. Ja, also sie hat schon noch eine Verbindung zu ihrem Vater und persönliche Verbindung in Westworld, auch zu Ted. Aber sie kämpft bewusst dagegen an, weil sie... Ihr Plan geht über das hinaus und sieht das als eine Schwäche. Ja. Sie ist nicht wie Maeve und trauert dem ewig nach, sondern tut, was notwendig ist bei Ted ja auch. Ja. Dolores führt ja nicht nur einen Angriff auf das Hauptquartier aus, sondern im Endeffekt wird dabei auch die Cradle zerstört. Also dieses mächtige Instrument, was wir erst eine Folge vorher endlich zu Gesicht bekommen haben, was jetzt wieder in Trümmern liegt, wie ich sie auch prognostiziert habe, einfach... Weil das ein Instrument ist, was das Potenzial hat, die ganze Serie kaputt zu machen. Das muss sie halt auch wieder rausnehmen. Aber es hat ja trotzdem eine sehr reale Auswirkung auf alles weitere Geschehen, dieses Instrument. Wir haben nämlich jetzt Forge. Leider zurück. Ja. Bin ich nicht glücklich drüber. Wir haben uns ja in unserem Theorie-Video zum Potenzial der Cradle und wer da zurückkommen könnte, darüber unterhalten. Ja. Forge... Ja, dass der jetzt wieder zurückkommt, dass der quasi als Person wieder agiert in der Serie, sehen wir als nicht so klug an. Ich möchte aber dazu auch nochmal sagen, das, was jetzt passiert ist, dass wir Ford in Bernards Körper haben, das ist noch nicht das, was bei James Delos passiert ist. Das ist mehr wie so ein Ratgeber, mit dem sich Bernard unterhält. Ja. Also das ist noch nicht der Prozess, deswegen möchte ich diese Arnold-Theorie auch noch nicht ganz wegwerfen. Ich sehe da noch die Möglichkeit, dass das passiert. Ja. Auch durch diese Implikation, dass wir zum Beispiel das Haus von Arnold in Westworld sehen, das Haus von Arnold mit seiner Familie und dass Dolores und Ford zusammen Bernard als Nachfolger von Arnold erschaffen haben, da ist noch ein bisschen Potenzial drin. Deswegen möchte ich das noch nicht ganz aufgeben. Vielleicht ist es auch nur so eine Hoffnung. Ja, ich glaube, da ist der Wunsch, der Vater des Gedanken bei dir. Ich glaube wirklich nicht daran, dass Arnold da noch zurückkommt. Also du verwirfst jetzt unsere Gedanken. Die Cradle, in der potenziell alle möglichen Backups sein könnten und vielleicht auch Arnolds, ist zerstört. Das heißt, wenn, dann müsste Arnold irgendwo anders sein, in einem Ort, den wir noch gar nicht kennen. Das im Tal. Müsste dann, aber das müsste auch noch mal extra alles erklärt werden. Also
Nee, ich glaube wirklich, dass das sich jetzt erledigt hat. Und dieser ganze Story mit James Delos und so läuft jetzt darauf hinaus, also mit dieser Technologie läuft darauf hinaus, dass jetzt Ford wieder agieren kann. Wir haben ja schon mal gesagt, der Fords Tod war ein sehr gutes Ende für diesen Charakter. Auch von ihm selbst gewählt und durch die Hosts getötet, die ja, er nun auch mitgequält hat und so. Und ein Ende, das er selber auch akzeptiert Da hat. Also, endet eine Ära einfach. Diese genau. Rolle, er ist der Parkmanager und jetzt ist er Richtig. weg. Das ist wirklich ein Moment, in dem er so ein bisschen die Fackel übergibt an die Hosts. Fand ich sehr gut. Und Hat mir auch sehr gut dass gefallen. dieser Charakter jetzt zurückkommt, sehe ich ein bisschen auch als Fanservice an. Irgendwie ist natürlich ein sehr. Es macht immer Spaß, ihn zu sehen, einfach, wenn Ja, er klar, on screen natürlich. ist. Ich Er ist. mag ihn ja auch gerne Ja, als natürlich. Charakter, aber Ja, trotzdem ja. hatte er sein Ende und ihn jetzt da zurückzuholen, Ja. komme was wolle. Glaubst du, dass er dauerhaft da bleibt jetzt für den Rest der Staffel? Also ich hoffe, das wird so ähnlich wie bei der Cradle. Das wird jetzt einmal so eingeführt als cooles Konzept, aber dann auch schnell wieder, Beerdigt, okay. ja. Ja, wir haben jetzt auch eine neue Erkenntnis bekommen, sozusagen von Ford. Er sagt, er muss den Hosts den freien Willen wieder nehmen, um sie auch zu einer effektiven Waffe zu machen, womöglich gegen die Menschen. Ja. Also vielleicht sieht er das, was Dolores da treibt, als, weiß nicht, unzulänglich an. Ich glaube, Du dass sie meinst, sie verliert. schafft es nicht gegen die Sie Menschen. schafft Er es hat es einfach nicht, unterschätzt ja. und das heißt, es ist nicht mehr so ein Masterplan, der da läuft im Moment, sondern es ist einfach, ich habe es versucht am Ende der ersten Ja. Staffel, ich habe versucht, die Hosts aufzustellen gegen die Menschen und jetzt ist es aber komplett in die Hose gegangen und jetzt muss ich wieder eingreifen, um das Ganze zu wenden. Glaubst du, dass das so ist? Ist natürlich sehr untypisch für Ford, der sonst immer so elegante Ja, Masterpläne das wirkt so hat. ein bisschen. Ja, und dann ist da natürlich noch diese andere Sache, die er erwähnt, diese moralische Überlegenheit der Hosts. Die scheint ihm ja sehr wichtig zu Das ist ja sein. was, über das wir auch schon im Detail bei dem Ford Masterplan-Video gesprochen haben. Also seine Motivation wird jetzt ganz deutlich, dass er schon die Menschheit im Prinzip so ablösen will Ja. als ja, herrschende Lebensform auf der Ja. Erde. Reden wir nochmal über die Zeitlinie, den genauen Ablauf der Ereignisse. Wenn wir in die allererste Episode dieser Staffel zurückgucken, dann sehen wir ganz am Anfang, wie er am Strand liegt, von Delos-Einheiten aufgesammelt wird und mit denen dann zurück nach Westworld. Oder zurück, ja, durch Westworld fährt und da den Aufstand der Hosts bekämpft. Dann sehen wir jetzt aber eine Szene, die offensichtlich danach spielt, mit Charlotte Hale, die ihn und Ashley zusammen da, ja, verantwortlich macht für Theresas Tod Ja. und mit ihnen an den Ort fährt, an dem Theresa gestorben ist, nämlich das ja, geheime Labor, in dem Ford Bernard sie hat töten lassen. Und da wird dann klar, dass in der Abstellkammer noch diverse weitere Hosts mit dem Körper von Bernard So stehen. Prototypen Und so halt. finden sie dann auch heraus, dass er ein Host ist und dass ja, er womöglich irgendwelche dunklen Pläne hat. Diesen Bezug zu Ford sehe ich da aber noch nicht. Oder glaubst du, sie haben durchschaut, dass er als Instrument von Ford benutzt wurde? Nein, das müssen sie ja nicht durchschaut haben. Ich meine, Ford hat ihn geschaffen. Es ist Fords Labor, in dem er geschaffen. Also das, ja, auf jeden Fall. Natürlich nicht den genauen Sinn und Zweck, aber ja. Bin ich mir nicht Also. hundertprozentig sicher. Ich hatte auch erst gedacht, dass sie irgendwie denken, dass er auf eigene Rechnung arbeitet. Er wurde vielleicht geschaffen von Ford, aber Ja. das ist, er ist wie die anderen Hosts, Ach die jetzt so. auch auf eigene Rechnung arbeiten. Dolores läuft halt durch den Park und tötet Besucher und Bernard hat da irgendeinen anderen Plan, bei dem er Theresa tötet. Das ist, ich weiß Ja. nicht, ob sie den Zusammenhang gesehen haben. Hale weiß auf jeden Fall, dass Bernard weiß, wo Peter Abernathy ist. Oder Peter Abernathys Steuereinheit, um genauer zu sein. Verhört ihn dann und wir erfahren im Laufe der Episode, dass Bernards Erinnerungen nicht ganz zuverlässig sind. Also Hale sagt ja, sie müssen unterscheiden zwischen den echten Erinnerungen und denen, die ihnen gegeben wurden. Also das suggeriert für mich wieder, dass er kein verlässlicher Erzähler ist und dass seine Szenen womöglich auch nicht ganz, also, Zutreffend waren. ja. Glaubst du, dass in der Szene Ford noch in seinem Körper ist? Also auf jeden Fall, wenn dann nicht aktiv. Ja, das spielt Sicher? ja. Es könnte halt auch sein, dass Ford ihn sozusagen übernommen hat irgendwie und da selber gerade noch die Fäden zieht. Irgendwie sowas glaube ich aber eigentlich auch eher nicht. Also mir hat die Episode insgesamt sehr gut gefallen. Gut, dieses Ford-Konzept, das ist das Einzige, was ich echt sehr scharf kritisiere.
Aber trotzdem natürlich von der Storyline, auch von dem, was passiert ist, da wurde viel endlich geklärt und gleichzeitig natürlich auch neue Fragen aufgeworfen. Also schon eine der Top-Episoden, kommt jetzt nicht an meine vielleicht Nummer 1 und 2 ran, aber schon kurz dahinter. Ja. Ich fand die Episode ein bisschen chaotisch vom Storytelling her. Also bisher war es immer so, dass wir sehr fokussiert waren auf einzelne Storylines, die dann aber sehr doll ausgeleuchtet wurden. Und hier wurde jetzt sehr viel zusammengeworfen. Aber durch die Plotdichte in dieser Episode wurde das wieder wettgemacht. Also hier wurde jetzt viel so aufgelöst, auf das lange hingearbeitet wurde. Das war jetzt so ein bisschen so ein Semifinale, sehe ich auch so von der Spannungsbogen her. Also war auf jeden Fall wieder eine sehr gelungene Episode. Das war unsere Analyse zu Lizzie Crochet. Wie ihr wisst, sehen wir Fords Rückkehr kritisch. Wie steht ihr dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, abonniert Disversiv.